Körper. Hohe CPU-Auslastung erkannt, okay? Mal wieder. Ganz ruhig, Soldat. Gibt's eigentlich auch bessere Medikits? Weiß ich gar nicht. Dann ziehen wir die Sniper langsam nach. Gut, wobei Rainbow Six nicht mehr wirklich viel mit Taktik zu tun hat, muss ich zugeben. Ich habe irgendwie Schiss davor, hier weiterzugehen. Im Endeffekt muss ich wohl nach vorne und nicht nach hier drüben. Der Sniper als erster Renner ist auch eine schlechte Idee. Langsam und sicher vorrücken. Besser geht's nicht. Bei langsam in dem Sinne auch, zweischneidiges Schwert ist, weil wenn ich zu langsam bin, habe ich die im Rücken, bevor ich sie vorne ausgeschaltet habe. Befürchtet, ja. Es ähnelt zwar den anderen schwebenden Arten, scheint aber über viel schwerere Rüstung und Bewaffnung zu verfügen. Das scheint eine bedeutende Weiterentwicklung zu sein. Das ist mir egal, ich muss es größtenteils, aber das ist der betäuben kann. Wenn ich es blutet, kann ich es töten, so rum was. %53 Trefferschance. Okay, das ist hart. Sanitäter. Erstmal verarzten. Es ist nichts gebrochen. Du bist okay. Wenn da nicht meine eigenen Leute reinstehen würden, könnte ich ja Dings benutzen. Jawohl, perfekt. Hoffentlich klappt das. Gut gemacht. Ganz kleinlaut, was? 59%ige Chance bei beiden. Okay, dann ist egal. Gut. Ich brauche Munition. Kriegen wir auch hin. Jawoll. Wir sehen uns in der Hölle. Null Munition. Ich bin leer. Sie wollen sich zurückziehen. Das ist nicht ernsthaft, der Sunny. Warum ist immer mein Sunny kritisch verwundet?
Ich habe echt kein Glück mit meinen Sanitätern. Halbtot da. Die nächsten die Schaden fressen. Töte es. Gut. Ausgeschaltet. Alle. Ach, das ist eine First Person und nicht eine Rundenstrategie. Das nennt sich dann, glaube ich, Dead Space. Gut, ich habe noch drei Leute, die wirklich einsatzfähig sind. Das motiviert nicht wirklich. Hier oben was sichten, oder? Ach ja, mein Sunny ist tot. Gut. Das hat sich dann erledigt. Never mind. Ich gehe jetzt garantiert nicht mit dem Sniper zuerst rein. Beim besten Willen, das könnte knicken. Der muss noch nachladen. Zeit zum Kill. Da ist ein fettes Loch in der Wand, aber Hauptsache wir haben vollen Schutz. Achso, ja, weil wir diesen Bonus haben. Bis jetzt sehe ich hier nichts Gefährliches, okay. Ich traue dem Frieden nicht. Das war ein Spurt, scheiße. Aber man sieht doch immer nichts. Okay, jetzt sieht man was. Hört ihr das? Da ist er. Du bist ein Sniper, da kommst du auf jeden Fall hoch. Du bist auch ein Sniper, da kommst du auch auf jeden Fall hoch. Was lagern sie nur in diesen Tanks? Organe, Knochen, Körperteile. Warum lädst du hier einen Spielstand vom Automatikspeicher? Weil ich ehrlich gesagt, ja gut, jetzt wäre die Wette vorbei, jetzt wäre es egal, aber ich habe halt irgendwie Bock drauf, das wirklich realistisch quasi durchzuspielen. Aus demselben Grund lade ich auch in Skyrim nicht alle 2 Minuten neu, wenn irgendwas schief läuft oder so. Außer ich sterbe. So blöd es auch klingt, den Anspruch habe ich irgendwie. An mich und meine Let's Plays generell. Weil Fails halt irgendwo dazugehören. Dann halt auch mit den Konsequenzen leben muss. Ich kann im Real Life ja auch nicht irgendwie jeden Fehler korrigieren, den ich mal gemacht habe. Auch wenn ich sehr vieles sehr gerne korrigieren würde. Und deswegen habe ich diesen Anspruch mehr oder weniger. Aber ich bin wahrscheinlich total bescheuert, wenn ich das so mache. Und ja, mein Gott. Irgendwann wird sich die Rache dafür einstellen, bin ich mir sicher. Entsichert. Oh Mann.
Und ich habe deswegen, gut, jetzt ist es sicherlich kein Spoiler mehr, mein Shogun-Let's Play damals auch, obwohl ich weiß nicht wie viele Folgen, einfach mal kurzerhand, scheiße, falscher Knopf, einfach mal kurzerhand, ja, beendet, obwohl ich eigentlich verloren habe und nicht fertig gespielt, weil, ja, ich war halt einfach der Ansicht, dass es, okay, der bessere Trefferchance, wobei, na doch, passt. Wobei ich bei Shogun halt auch irgendein anderes Projekt hinten anstehen hatte. Und im Endeffekt habe ich es aber beendet, weil ich es verloren hatte. Also ich habe das Spiel verloren und das war eben das Ende von Let's Play und das war halt irgendwie so meh. Und ich glaube, deswegen kann ich auch relativ gut über Niederlagen lachen und so weiter, weil ich halt einfach da irgendwie bisschen besser drauf klarkomme. Also, ich glaube, ich wäre einer von der Sorte, die, wenn er weiß, dass er stirbt, lachen würde. Also, das Untergrund, ich dachte, der wäre unsichtbar. Okay, da sind noch ein paar versteckt. Was die da lagern, würde mich langsam echt interessieren. Ja, Charter, irgendwann will jedem Leben Fehler korrigieren. Ich glaube, das ist. Ich glaube, das gehört zum Menschsein dazu irgendwo. Wow. Ist ja gerade bei mir ordentlich geruckelt. Da hinten haben wir wesentlich bessere Chance. Okay, haben auch getroffen, sehr schön. Wenn der da so stehen bleibt, kann ich glaube ich gleich mit dem Raketenwerfer was Schönes machen. Fünf, ja. Ja, Thaler, wir müssen alle sterben. Das Problem ist nur die meisten. Das Problem, in Anführungszeichen. Das Ding ist nur, sehr, sehr viele Menschen haben wahnsinnige Angst davor, was ich auch verstehen kann. Einzig die Frage, wann, ja. Ich kann diese Angst vom Sterben durchaus verstehen, ich habe die auch. Aber ich glaube, wenn ich wüsste, okay, in 3 Wochen ist es vorbei. Ich glaube, ich würde nach diesen 3 Wochen nicht mehr weinen. Also ich würde generell wahrscheinlich nicht weinen, aber ich finde es schade für die Menschen, die es gewohnt sind, mich irgendwie um sich zu haben, aber für viele wäre es wahrscheinlich auch eine Erlösung, keine Ahnung. Ich weiß, dass ich manches Mal schwer erträglich bin, aber im Endeffekt hinterlassen wir alle vielleicht einen Staubkorn im Universum, wenn überhaupt, und keinen Fußabdruck, so wie es manche Menschen wünschen. Von daher, keine Ahnung. Ich habe halt das Gefühl, egal ob ich jetzt diese Videos gemacht hätte oder nicht, egal, es ruckelt bei mir gerade echt heftig. Egal, ob ich jetzt diese Videos gemacht hätte oder nicht, egal, ob ich davor die Musik gemacht hätte oder nicht, egal, ob ich als Koch irgendwas Neues kreiert hätte oder nicht. Ja, ich habe da was kreiert, aber egal. X-ray neutralisiert. Ich glaube, im Endeffekt zählt eigentlich nur, was die nächsten Nahestehenden von einem in